Willkommen in den Don Bosco-Schulen für Klabruck. Ein Platz, um sich wohlzufühlen und sich und seine Stärken weiterzuentwickeln. Mit Menschen, für die das Miteinander bei der Ausbildung an erster Stelle steht. Das familiäre Schulklima ist wesentlicher Bestandteil der Don Bosco-Schulen in Vöcklabruck. Die Höhere Lehranstalt und Fachschulen für wirtschaftliche Berufe zeigt sich zukunftsorientiert und facettenreich in vielen Bereichen. Ja, die Besonderheiten der HLW Vöcklabruck sind sicherlich zunächst einmal das sehr, sehr gute Schulklima. Als kleine Schule, als familiäre Schule, da haben wir sicher unsere Stärken. Und besonders sind die sehr, sehr guten Ergebnisse unserer Absolventinnen und Absolventen, also Richtung Zentralmatura zum Beispiel. Die Schule selbst bietet ein freundliches, kreatives Ambiente mit modernsten Geräten und ambitionierten Lehrkräften. Die Don Bosco-Schulen Vöcklabruck vermitteln Menschen erstklassige Allgemeinbildung sowie eine qualifizierte, berufsorientierte Ausbildung mit staatlich anerkannten Abschluss-, Reife- und Diplomzeugnissen. Die Entscheidung für die Ausbildung in Vöcklabruck ist leicht erklärt. Mein eigentlicher Gedanke war, dass ich dann die Ausbildung zum Koch machen wollte, aber man trotzdem nur die Möglichkeit freihalten wollte, dass ich studieren kann. Was jetzt im Endeffekt von Vorteil ist, weil ich eben doch nicht Koch werden will und dann weitergehen möchte in der FH. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte auf jeden Fall irgendwie berufsbegleitend was machen, damit ich, falls ich dann, also ich war vorher im BG, im Gymnasium, und ich wollte irgendwie nicht gezwungen sein, unbedingt studieren zu müssen. Ja. Ich wollte von Anfang an irgendwie, dass ich diese Absicherung habe, dass ich sagen kann, okay, ich kann irgendwie verschiedene Berufe ausüben oder ich gehe studieren oder mache auch, was auch immer ich gerne möchte. Bei den Don Bosco-Schulen geht man mit der Zeit. Zum Beispiel bietet man auch die Ausbildung zur vegetarisch-veganen Fachkraft. Wir sind eine der ersten Schulen in Oberösterreich, die diese Ausbildung anbieten. Es wird von den Schülerinnen sehr gut angenommen. Wir freuen uns sehr darüber. Wir haben auch unsere Lehrerinnen entsprechend geschult. Sie haben Lehrgänge besucht, damit wir wirklich fundiertes Wissen an die jungen Menschen weitergeben können. Praxis gepaart mit Theorie. Das Ausbildungsprogramm ist vielseitig. So lernen die Schüler und Schülerinnen gleich, auch nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen. Wir haben Theorie und Praxis gleicher Hand, wobei die Praxis im Vordergrund steht. Also die Küche wird sozusagen vertieft unterrichtet. In der Küche lernen die Schüler Alternativen kennen zu Milch, Fisch, Eier und Fleisch. Und im Theorieunterricht stehen vor allem verschiedenste Themen im Vordergrund, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, aber auch Klimawandel und artgerechte Tierhaltung und ebenso gesundheitsrelevante Aspekte der Ernährung. Sprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch, aber auch Wirtschaft wie BWL und Rechnungswesen gehören zum Lehrplan. Auch zeigt man sich in den Don Bosco-Schulen international, zum Beispiel mit einem Erasmus-Austausch, um sich weiterzuentwickeln und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Die Schülerinnen können das Auslandspraktikum in ganz Europa durchführen. Wir haben da ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut und super Kooperationsbetriebe gewinnen können. Beispiel ist in Holland, in Frankreich, in Italien, aber auch Deutschland ist dabei oder Schweden und Dänemark. Ziel des Auslandspraktikums ist einerseits, das Fachwissen zu vertiefen, dann die Fremdsprache zu verbessern und natürlich auch, damit sie persönlich Eindrücke sammeln. Eine Ausbildung, die Spaß macht, bei der man keine Nummer ist und die einen fit für die Zukunft macht. Die Höhere Lehranstalt und Fachschulen für wirtschaftliche Berufe in Vöcklabruck.